Einen schönen Nikolaus wünsche ich euch. Heute ist aber nicht nur Nikolaus, sondern auch der letzte Tag der Linksfraktion im Bundestag. Und deshalb möchte ich in diesem für mich sehr ungewöhnlichen Format direkt zu euch sprechen. Ich will euch mal erzählen, was das jetzt eigentlich bedeutet und wie es auch weitergeht. Manche denken ja, oh, die Linke ist rausgeflogen aus dem Bundestag. Das ist natürlich falsch. Wir sind immer noch da, wir machen immer noch Arbeit, aber wir sind jetzt erstmal keine Fraktion mehr. Wir haben gleichzeitig den Antrag auf Anerkennung als Gruppe beantragt. Mit ein bisschen Glück wird er im Januar schon bewilligt. Dann bekommen wir einige parlamentarische Rechte zurück, die wir jetzt erstmal alle verlieren. Denn wir 28 für die Linke verbliebenen Abgeordneten im Bundestag sind erstmal fraktionslose Einzelabgeordnete. Ich dekliniere euch mal durch, was das an meinem Beispiel zum Beispiel heißt. Ich bin nicht mehr Mitglied der Obleuterunde, weil ich nicht mehr Obfrau einer Fraktion bin. Ich kann also die Agenda im Digitalausschuss nicht mehr mitbestimmen. Ich habe auch kein Stimmrecht mehr und ich kann viel weniger mitreden. Ich habe maximal 2 Minuten Redezeit, selbst wenn die anderen Fraktionen 10 Minuten bekommen. In 120 Sekunden kann man einem Digitalminister Volker Wissing natürlich ziemlich wenig Fragen stellen und ziemlich wenig Antworten bekommen. Das ist jetzt mein Schicksal bis zur Anerkennung als Gruppe. Ich kann auch erstmal keine kleinen Anfragen mehr stellen. Das ist besonders bitter, denn Grüne und SPD stellen natürlich solche kleinen Anfragen nicht an ihre eigene Regierung. Die fragen sowas hintenrum und dann könnt ihr das natürlich nicht lesen, irgendwo in der Öffentlichkeit. Meine letzten beiden kleinen Anfragen, die konntet ihr lesen. Heute bei tagesschau.de gibt es zum Beispiel meine kleine Anfrage zum Thema Nachhaltigkeit der Bundes-IT und in den nächsten 1-2 Tagen könnt ihr voraussichtlich bei heute.de und ZDF etwas über meine allerletzte kleine Anfrage erfahren, die zum Thema Open Source in der Bundesverwaltung war. Was können wir noch alles nicht? Wir können noch keine Sachverständigen mehr für Anhörungen vorschlagen. Das können wir alles hoffentlich als Gruppe wieder machen. Bis dahin hat aber die Zivilgesellschaft keine Stimme mehr in den Anhörungen. Denn ganz oft waren wir die einzige Partei, die VertreterInnen aus der Zivilgesellschaft dafür nominiert hat. Wie geht's jetzt weiter? Wir werden uns nach der Anerkennung als Gruppe konstituieren. Als erstes einen Vorsitz wählen und uns neu aufstellen. Dieser Vorsitz muss keineswegs Dietmar Bartsch heißen. Der macht jetzt erstmal die Koordinierung im Übergang. Alles andere werden wir dann als Gruppe neu wählen. Wie geht's dann weiter? Welche Rechte wir ganz genau bekommen, das weiß man noch gar nicht. Mit dem Wegfall des Fraktionsstatus werden ja zum Beispiel auch über 100 Angestellte der Fraktion arbeitslos. Das ist besonders bitter und wir müssen erst mal gucken, wie viele Ressourcen bekommen wir denn als Gruppe? Wie fokussieren wir uns inhaltlich und was heißt das dann für die MitarbeiterInnen? Also wie vielen und welchen können wir danach einen Job bei uns als Gruppe anbieten? Das ist was, was einem als Linke wirklich extrem wehtut, dass man so viele Leute entlassen muss. Schuld daran sind Sarah Wagenknecht und ihre KollegInnen. Die hätten einfach ihre Mandate abgeben können. Dann wären andere aus der Linken nachgerückt. Wir hätten den Fraktionsstatus behalten und alle über 100 Angestellten ihren Arbeitsplatz. Ja, das ist jetzt leider nicht der Fall gewesen. Aber ich will noch mit einer guten Botschaft aufhören. Wir sind zwar weniger, wir sind aber trotzdem kämpferisch hochmotiviert und werden, so sehr wir das können, die einzige linke Opposition jenseits Olaf Scholz sein. Stellt euch das mal vor, links von Olaf Scholz gibt es nur die Linke und sonst niemanden mehr. Damit das aber auch in Zukunft so bleibt, könnt ihr ja vielleicht mal drüber nachdenken, ob ihr uns vielleicht verstärken wollt und euch den über 2000 NeumitgliederInnen anschließen, die nach dem Weggang von Sarah Wagenknecht zur Linken gekommen sind. Mit euch zusammen, mit noch mehr Leuten, die aus der Zivilgesellschaft kommen, ja, auch aus der Netzzivilgesellschaft hätte ich gern mehr Leute dabei. Gemeinsam können wir stark sein und dafür sorgen, dass es im nächsten Bundestag wieder eine Fraktion gibt, links von Olaf Scholz und stärker, als sie diesmal war. Vielen Dank und euch allen noch einen schönen Nikolaus.